ins Englische. Vielen Dank. Wir haben jetzt den Talk Towards a Trusted Tool Network. Es geht um ein sichereres Tornetzwerk für die Userinnen und User und wir gehen jetzt direkt hinein und nachher gibt es Fragen und Antworten. Danke für die Einladung, über ein Thema zu sprechen, das mir sehr wichtig ist, das Tor-Netzwerk. Das Tor-Netzwerk ist eine sehr wichtige Infrastruktur, ohne die der Tor-Browser nicht funktionieren würde. Ich finde gern bösartige Tor-Relays heraus, um Tor-User zu schützen. Weil das nicht ohne Risiken möglich ist, möchte ich mich schützen gegen diejenigen, die solche Relays betreiben, damit ich sie weiter bekämpfen kann. Deshalb ist dies ein voraufgezeichneter Talk und dies ist nicht meine eigene Stimme. Danke an die Menschen im Hintergrund, durch die ich diesen Vortrag in Sicherheit geben kann. Ein wenig über mich. Ich interessiere mich schon lange für den Zustand des Tor-Netzwerks. 2015 startete ich ONet Radar, eine öffentliche Mailingliste und Website mit Berichten über Relay-Gruppen und mögliche Sybil-Angriffe. 2017 wurde ich eingeladen, der privaten Tor-Projekt-Mailingliste Bad Relays beizutreten, auf der Berichte über bösartige Relays untersucht werden. Für ein besseres Verständnis, wer welchen Anteil des Tor-Netzwerks betreibt, startete ich ONet Stats. Hier ist auch zu sehen, welche Betreiber in der Lage sind, durch Ende-zu-Ende-Korrelationsangriffe Tor-User zu de-anonymisieren. Mehr dazu später. Ich betreue außerdem Ansible Relayer, eine Ansible-Rolle, die von vielen großen Relay-BetreiberInnen eingesetzt wird. Aus eigenem Interesse betreibe ich auch ein wenig Open-Source-Recherche über bösartige AkteurInnen im Tor-Netzwerk, besonders wenn ihre Motive zum Betrieb von Relays unklar sind. Um Verwirrung zu vermeiden in Bezug auf das Tor-Projekt, ich werde nicht vom Tor-Projekt bezahlt und ich spreche nicht für das Tor-Projekt. In diesem Vortrag betrachten wir einige Beispiele von bösartigen Akteuren im Tor-Netzwerk. Sie sind sozusagen das Ausgangsproblem, das uns zu Verbesserungen motiviert. Wir beschreiben Probleme in den aktuellen Abwehrstrategien gegen bösartige Relays und zeigen einen neuen Ansatz, der mehr Sicherheit durch die Nutzung vertrauter Relays anstrebt. Die Hauptzielgruppe sind Tor-User, etwa Tor-Browser-User, Relay-BetreiberInnen und Betreiber, BetreiberInnen von Onion-Diensten wie etwa Secure Drop und alle, denen Tor wichtig ist. Um alle auf denselben Stand zu bringen, eine kurze Erinnerung, wie Tor funktioniert und welche Arten von Relays oder Nodes es gibt. Wenn Alice mit dem Tor-Browser die Website von Bob besucht, konstruiert ihr Tor-Client eine Route über drei Relays, mit der ihre Daten durch das Tor-Netzwerk geleitet werden, bevor die Pakete bei Bob ankommen. Dadurch erreicht Alice Ortsanonymität. Der erste Relay in seiner Route heißt Entry Guard Relay. Dies ist der einzige Relay, der Alices echte IP-Adresse sieht. Dies ist also ein sensitiver Relay. Aber der Guard Relay erkennt nicht, dass Alice sich mit Bob verbinden will. Er sieht nur den nächsten Relay als Ziel. Guard Relays ändern sich selten. Und Alices Tor-Client wartet bis zu 12 Wochen, bevor ein neuer Guard gewählt wird, um einige Angriffe zu erschweren. Der zweite Relay heißt Mittel oder nur Mittel Relay. Dies ist die am wenigsten sensitive Position, weil dieser Relay nur andere Relays sieht und nichts über Alice oder Bob erfährt, weil er nur verschlüsselte Datenströme weiterleitet. Und der letzte Relay heißt Exit Relay. Der Exit Relay erkennt das Ziel, Bob, aber nicht,
wer sich mit Bob verbindet. Der Exit Relay ist auch einer der sensitiveren Relays, weil er potenziell den Kommunikationsinhalt im Klartext sieht, falls Alice nicht ein verschlüsseltes Protokoll wie HTTPS verwendet. Obwohl Exit Relays das Ziel sehen, können sie nicht Informationen über alle Sites sammeln, mit denen sich Alice im Laufe der Zeit verbindet und etwa ein Profil erstellen, denn Alices Tor-Browser sorgt dafür, dass ihr Tor-Client für verschiedene Zieldomains verschiedene Routen aufbaut in der Adressleiste. Also dieses Schaubild zeigt nur eine Route, aber ein Tor-Client hält normalerweise zu jeder Zeit mehrere Routen aufrecht. In Netzwerken, die Tor zensieren, verwenden die User einen speziellen Relay-Typ namens Brücke oder Bridge. Der Hauptunterschied ist, dass Bridges nicht in der öffentlichen Liste aller Relays erscheinen, um Blockaden gegen sie zu erschweren. Alice muss eine Bridge manuell in ihrem Tor-Browser einstellen. Aus Redundanzgründen ist es gut, wenn mehr als eine Bridge verwendet wird, für den Fall, dass die erste Bridge offline geht oder zensiert wird. Auch eine Bridge sieht Alices echte IP-Adresse, aber nicht die Zieladresse. Mit diesem Verständnis des Tor-Netzwerks fragen wir vielleicht, warum müssen wir dem Netzwerk vertrauen, wenn die Rollen sich auf verschiedene Relays verteilen? Schauen wir also auf einige Angriffsszenarien. Wenn ein Angreifer oder eine Angreiferin Alices Guard- und Exit-Relay kennt, dann kann er sie lernen, dass Alice sich mit Bob verbindet durch Ende-zu-Ende-Korrelationsangriffe. Diese Angriffe sind passiv, kein Datenverkehr wird verändert und können daher nicht durch Testdatenverkehr an verdächtige Relays erkannt werden. ONET Stats veröffentlicht täglich eine Liste von Betreibern, die in der Lage sind, dies zu tun. Es gibt einige Einschränkungen, die ein Tor-Client beachtet, um dieses Risiko zu verringern. Zum Beispiel verwendet ein Tor-Client nie mehr als einen Relay im selben 16er-Subnetz, wenn er Routen aufbaut. Zum Beispiel wird Alices Tor-Client nie diese Route aufbauen, weil Guard und Exit im selben Subnetz 192.0.16. Deshalb ist die Anzahl verschiedener 16er-Subnetze, in denen ein Angreifer seine Relays platziert oder verteilt hat, für dieses Risiko relevant. Ehrliche Relay-BetreiberInnen betreiben ihre Relay-Gruppen in der sogenannten My-Family-Option. Und dadurch legen sie offen, was ihre Relays sind, und Tor-Clients vermeiden automatisch die Verwendung von mehreren Relays aus der gleichen Familie in einer einzelnen Route. Bösartige AkteurInnen geben ihre Familie entweder nicht an oder geben vor, mehr als eine Familie zu sein. Eine Variante des Ende-zu-Ende-Korrelationsangriffs ist möglich, wenn Bob der Angreifer ist oder vom Angreifer kompromittiert wurde und der Angreifer außerdem Alices Guard Relay betreibt. Dann kann der Angreifer auch Alices wahre IP-Adresse herausfinden, wenn sie Bobs Website besucht. Wenn große Gruppen von Nicht-Exit-Relays auffällig werden oder verdächtig werden, könnte es auch sein, dass sie hinter Onion-Diensten her sind. Denn Onion-Dienste benötigen keine Exit-Relays. Onion-Dienste ermöglichen Ortsanonymität auf der Serverseite. Beim Betrieb vieler Non-Exits könnte das Ziel sein, die wahre IP-Adresse und den Ort eines Onion-Dienstes zu erfahren. Manipulierende Exit-Relays sind wahrscheinlich der häufigste Angriffstyp, den wir beobachten. Dieser Angriff ist auch am leichtesten auszuführen. Bösartige Exits interessieren sich normalerweise nicht, wer Alice ist oder was ihre IP-Adresse ist. Sie wollen meist nur von Datenmanipulation profitieren. Dieser Angriff kann durch das Senden von Köder-Traffic an Exits erkannt werden, aber seitdem bösartige Exits ihre Angriffe gezielter ausführen, nur auf bestimmte Domains, ist die Erkennung nicht so trivial, wie es scheint. Der beste Schutz gegen diesen Angriff ist der Gebrauch von Verschlüsselung.
Bösartige Exits können keinen Schaden bei Verbindungen zu Onion-Diensten anrichten. Schauen wir uns nun einige echte Beispiele von großen und dauerhaften bösartigen Akteuren im Tor-Netz an. Das erste Beispiel, erfasst als BTC-MIT-M20, ist als bösartiger Exit im Geschäft und führt SSL-Strip-Attacken auf Exit-Relays aus, um HTTP-Datenverkehr im Klartext zu manipulieren, etwa Bitcoin-Adressen, um Bitcoin-Transaktionen zu sich umzulenken. Sie wurden zuerst im Jahr 2020 entdeckt und hatten ziemlich große Exit-Gruppen. In diesem Graph könnt ihr sehen, welcher Anteil der Tor-Exits von Ihnen kontrolliert waren in der ersten Jahreshälfte 2020. Die verschiedenen Farben repräsentieren verschiedene Kontaktinfos, die Sie auf Ihren Relays angegeben haben, um vorzugeben, dass sie verschiedene, getrennte Gruppen seien. Die starken Abfälle zeigen Ereignisse, bei denen sie aus dem Netzwerk entfernt wurden, bevor sie dann neue Relays hinzufügten. Im Februar 2022 verwalteten sie über mehr als 27% der Bandbreite der Exit Relays, trotz verschiedener Entfernungsversuche über fast ein Jahr. Irgendwann in der Zukunft haben wir hoffentlich den HTTPS-Only-Modus im Tor-Browser als Standard, um diesen Angriffsvektor für immer zu beenden und bösartige Exits weniger lukrativ zu machen. Ich möchte euch anregen, dass ihr HTTPS-Only im Tor-Browser testet und Website-BetreiberInnen hinweist, wenn ihre Sites damit nicht funktionieren. Wenn eine Website nicht HTTPS-Only unterstützt, wisst ihr, dass sie wahrscheinlich von vornherein unsicher ist. Das zweite Beispiel, als KAX17 erfasst, ist immer noch ein wenig rätselhaft und das ist keine gute Situation. Es ist auffällig wegen Fokus auf Non-Exit-Relays, ihre Netzwerkvielfalt mit mehr als 200 verschiedenen 16er-Subnetzen, wegen ihrer Größe. Dies ist der erste mir bekannte Fall mit mehr als 100 Gigabit pro Sekunde Non-Exit-Bandbreite. Der erste mir bekannte Fall. Und sie sind schon seit sehr langer Zeit aktiv. Schauen wir uns einige Ereignisse an im Zusammenhang mit KAX17 in den letzten 2 Jahren. Ich entdeckte und berichtete über sie zuerst an das Tor-Projekt im September 2019. Im Oktober 2019 wurden KAX17 Relays zum ersten Mal durch die Tor-Verzeichnisverwalter entfernt. Im Dezember 2019 veröffentlichte ich den ersten Blogpost über sie. Zu dieser Zeit bauten sie ihre Infrastruktur wieder neu auf, indem sie neue Relays hinzufügten. Im Februar 2020 kontaktierte ich eine E-Mail-Adresse, die auf einigen Relays verwendet wurden, die ihre Relay-Gruppe nicht ordentlich über die MyFamily-Einstellung deklarierten. Damals sagten sie, dass sie stattdessen Bridges betreiben würden, sodass sie MyFamily nicht setzen müssen. Eine Nebenbemerkung, MyFamily ist auf Bridges nicht unterstützt. Mir war nicht klar, dass diese E-Mail-Adresse mit KAX17 verbunden ist bis zum Oktober 2021. In der ersten Jahreshälfte 2020 habe ich regelmäßig große Anzahlen von Relays dem Tor-Projekt berichtet und sie wurden schnell entfernt bis Juni 2020, wenn die Verwaltung ihre Praktiken änderte und keine Entfernungen mehr durchführte, weil sie neue mögliche Relay-Operatoren, BetreiberInnen nicht abschrecken wollten. Im Juli 2020 nahm eine E-Mail-Adresse an einer Diskussion auf der Tor-Relays-Mailingliste teil, die ich gestartet hatte über einen Vorschlag, große Angriffe auf das Netzwerk zu begrenzen. Inzwischen ist bekannt, dass diese Adresse mit KAX17 in Verbindung steht. Weil die Tor-Verzeichnisverwaltung nicht mehr Relay-Gruppen entfernte, schickte ich Informationen über mehr als 600 KAX17 Relays an die öffentliche Tor-Talk-Mailingliste. Im Oktober 2021 wurde ich angesprochen mit der Bitte um Anonymität und mir wurde eine neue Methode zur Verfügung gestellt, um Tor-Relay-Gruppen zu erkennen, die nicht die Standard-Tor-Software verwenden. Mit dieser Methode konnten wir KAX17 ein zweites Mal erkennen. Dies
hat offenbar auch die Torverzeichnisverwaltung überzeugt. Und im November 2021 gab es eine große Relay-Entfernungsaktion. Leider war die Zeitspanne, in der KAX 17 ohne Einschränkung Relays betreiben konnte, ziemlich groß. Deshalb wollten wir ein Verfahren entwerfen, das diese komplette Abhängigkeit von der Torverzeichnisverwaltung überwindet, wenn es um Sicherheitsfragen geht. Und wie ihr vielleicht erraten habt, KAX 17 bauen ihre Positionen bereits wieder aus. Hier sind einige Charakteristika von KAX 17. Nach der Veröffentlichung meines zweiten Blogpostings im November 2021 waren die Medien schnell zur Hand mit Worten wie staatliche Akteure und Advanced Persistent Threat, also andauernder fortgeschrittener Bedrohung. Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass solche Entitäten so nachlässig sein würden, weil sie immer wieder behaupten, für einen ISP zu arbeiten, einen Internet Service Provider in ihren Mails, schaute ich mir die Verteilung ihrer autonomen Systeme an. Offenbar arbeiten sie für mehr als einen Internet Service Provider. Herr Graf zeigt autonome Systeme sortiert nach den IP-Adressen, die bei diesem Hoster verwendet wurden. Also zum Beispiel, es wurden mehr als 400 IP-Adressen bei Microsoft verwendet. Das sind keine genauen Zahlen, weil nur Relays enthalten sind seit 2019 und es gibt wahrscheinlich mehr. Wenn wir Ihre IP-Adressen auf Länder abbilden, dann erhalten wir dies. Aber diese Karte sollte nicht zu ernst genommen werden, weil die GeoIP-Datenbank hier, die verwendet wurde, sehr veraltet war und solche Datenbanken sind nie völlig genau, aber es gibt uns eine Idee. Zur Klarstellung. Ich habe keine Belege, dass KAX 17 irgendwelche Angriffe gegen Tor-User ausführt, aber es ist schon ein wesentliches Risiko, wenn auch ein gutartiger Betreiber seine mehr als 800 Tor-Relays nicht als Family kennzeichnet. Ein guter Schutz sollte gleichermaßen gegen gutartige und bösartige Sybil-Angriffe funktionieren. Der stärkste Hinweis für die Risikoeinschätzung in diesem Fall ist, dass nicht die offizielle Tor-Software auf den Relays ausgeführt wird. Es gibt noch viele offene Fragen und die Analyse von KAX 17 dauert an. Wenn ihr Input habt, kontaktiert mich gerne. Nachdem wir einige Beispiele von bösartigen AkteurInnen angeschaut haben, möchte ich kurz zusammenfassen, was einige Probleme sind in dem im Ansatz, wie wir zurzeit das Problem bösartiger Relays behandeln. Es ist so ziemlich wie das Spiel Whack-a-Mole. Du haust drauf und sie kommen wieder, du haust nochmal und sie kommen noch einmal und so weiter und so weiter. Und dabei trainierst du sie auch so, dass sie beim nächsten Mal noch stärker werden. Bösartige Akteure können Relays betreiben, bis sie erwischt oder bemerkt werden oder bis sie ausreichend Verdacht bei der Tor-Verzeichnisverwaltung erwecken und entfernt werden. Wenn dein Bedrohungsmodell nicht zu dem der Tor-Verzeichnisverwaltung passt, hast du Pech oder du musst deine eigenen Ausschlusslisten führen. Der Versuch, formale Kriterien zu entwickeln, sozusagen Verhaltensverbote, zu deren Durchsetzung sich die Tor-Verzeichnisverwaltung verpflichtet, das war erfolglos, obwohl sogar eine Person beteiligt war, die Core-Entwicklung bei Tor gemacht hat. Es ist Zeit für einen Paradigmenwechsel. Die momentanen Verfahren zur Erkennung und Entfernung von bösartigen Akteuren lassen uns im Stich und sind nicht auf Dauer tragbar. Bösartige Gruppen sind in den letzten Jahren größer, schwerer erkennbar, schwerer entfernbar und beharrlicher geworden. Hier sind einige Designziele. Anstatt diesen einseitigen Wettlauf mit bösartigen Akteurinnen fortzusetzen, möchten wir User zur Selbstverteidigung ermächtigen, ohne dass sie bösartige Relays selbst erkennen müssen und ohne allein von Tor-Verzeichnissen abhängig zu sein.
Wir möchten das Risiko der De-Anonymisierung verringern, indem wir mindestens einen vertrauten Guard oder Exit verwenden oder beides. Wir erkennen auch, dass es zunehmend unmöglich wird, alle bösartigen Relays mit Ködertraffic zu erkennen. Also möchten wir gar nicht mehr von der Erkennbarkeit von bösartigen Relays zum Schutz der User abhängig sein. Im heutigen Tor-Netzwerk müssen wir hoffen, dass wir keinen bösartigen Guard erwischen, wenn wir die Auswahl treffen. Im vorgeschlagenen Design suchen wir uns stattdessen einen vertrauten Guard aus. Das ist schon im aktuellen Tor-Browser möglich, indem wir irgendeinen vertrauten Guard als Bridge konfigurieren. Es würde auch unterstützt, vertraute Guards und vertraute Exits zu konfigurieren. Dafür braucht es keine Codeänderung in Tor, aber es wäre mühsam einzustellen, weil man Relay Fingerprints konfigurieren muss, denn Tor hat kein Wissen über Tor-Betreiber-IDs. Aber was meinen wir eigentlich mit vertrauten Relays? Vertraute Relays werden von vertrauten Betreiberinnen betrieben. Diese BetreiberInnen, von denen nehmen wir an, dass sie Relays ohne bösartige Absicht betreiben. Vertraute Betreiberinnen werden durch den User ausgewählt. Users weisen das Vertrauen per Betreiberin zu, nicht pro Relay für Skalierung und um Konfigurationsänderungen zu vermeiden, wenn eine Betreiberin die Relays verändert. Weil Users die vertrauten Betreiberinnen angeben sollte, brauchen wir menschlich lesbare, authentifizierte und global eindeutige Identifier für Betreiberinnen. Mit authentifiziert meinen wir, sie sollten nicht fälschbar sein, so einfach wie die aktuellen Relay-Kontakte. Infos. Und für Einfachheit verwenden wir DNS-Domains als Identifier für Betreiberinnen und wir werden diese wahrscheinlich auf 40 Zeichen Länge beschränken. Wie funktionieren diese Authenticated Relay Operator ID oder kurz AROI? Wie funktionieren die? Von der Sicht der Betreiberin ist die Konfiguration eines AROIs einfach. Erster Schritt: Der Betreiber, die Betreiberin gibt den gewünschten Domain, den er sie kontrolliert, über die Kontaktinfo von Tor an. Schritt 2, die Betreiber veröffentlichen ein einfaches Textfile über die IANA Well-Known URL. In diesem Textfile sind dann alle Relay-Fingerprints enthalten. Falls kein Webserver verfügbar ist oder der Webserver nicht als sicher angesehen wird, dann können auch DNS-Tag-signierte TXT-Records für die Authentifizierung verwendet werden. Das ist sehr gut für Skalierbarkeit und Verfügbarkeit wegen des DNS-Cachings. Aber weil jeder einzelne Relay seinen eigenen TXT-Record erfordert, wird es länger dauern als über die URI, diese IDs zu verifizieren. Betreiberinnen, die gar keine Domain zur Verfügung haben, können freie Dienste wie GitHub Pages verwenden, um das Textfile zu veröffentlichen. Und Aaron Sandler hat zur Bequemlichkeit diesen einfachen Kontaktinfogenerator implementiert, sodass Relay-Betreiberinnen nicht die lange Spezifikation lesen müssen, um diesen Kontaktinfo-String für ihre Konfiguration zu erzeugen. Für die AROI sind die Felder URL und Beweis, Proof, die einzig relevanten Felder. Und es gibt bisher schon über 1000 Relays, die die AROI, die Authenticated Relay Operator ID, umgesetzt haben. ONetStats zeigt ein Icon, falls die Betreiberin AROI korrekt implementiert haben. Von den 24 größten Familien, gemessen an Bandbreite, haben alle außer 8 Betreiberinnen bereits die AROI implementiert. Rechts seht ihr einige Logos von Organisationen, die Relays mit einer ordentlich aufgesetzten AROI betreiben. Der wichtigste Unterschied zwischen den Zeilen, die dieses Checkmark-Icon haben und denen, die es nicht haben, ist, dass der String in Zeilen, dass die nicht das Checkmark haben, beliebig gefälscht werden könnten. Dieser Graph zeigt die größten Exit-Betreiberinnen, die die AROI implementiert haben. Aber ich möchte einen wichtigen Punkt über AROIs betonen. Authentifiziert darf nicht verwechselt werden mit vertraut. Bösartige Betreiberinnen können auch ihren Domain authentifizieren und sie tun es. Eine bestimmte AROI kann vertrauenswürdig sein oder nicht.
Das ist die Angelegenheit der User. Aber IOIs, anstatt Kontaktinfos zur Vertrauenszuweisung zu verwenden, ist entscheidend, weil Kontaktinfos nicht direkt vertraut werden können ohne weitere Tests. Dieser Graph zeigt, welcher Anteil der Exit-Kapazität oder Bandbreite diese IOI im Laufe der Zeit implementiert haben. Wir sind jetzt bei etwa 60%, aber bei der Guard-Bandbreite haben wir sehr viel weniger, etwa 15%. Der Grund hierfür ist, dass Exits vor allem von großen Betreiberinnen und Organisationen betrieben werden, und Guards von sehr viel mehr Menschen betrieben werden. Es gibt etwa 1.800 Guard-Familien, aber nur etwa 400 Exit-Familien. Wie verwendet ein Tor-Client AROIs? Die aktuellen Tor-Versionen wissen nicht, was AROIs sind, und sie verwenden hauptsächlich Relay-Fingerprints als Input für ihre Konfiguration. Wir brauchen also irgendein Werkzeug, um eine Liste von Fingerprints zu erzeugen, angefangen von einer Liste von Trusted, von vertrauten AROIs. Wir haben einen schnellen und unsauberen Proof of Concept implementiert, der alles zusammenbringt. Um zu zeigen, wie vertraute AROIs konfiguriert werden können im Tor-Client, um vertraute Exit-Relays zu verwenden. Dies soll nicht bei End-Userinnen verwendet werden, das ist nur eine Vorschau für die technisch Interessierten, um zu sehen, wie dies wirklich in Aktion ist und das Design besser zu verstehen. Der aktuelle Proof of Concept führt alle Überprüfungen selbst aus, ohne sich auf Drittparteien zu verlassen. Aber es gibt viele Gründe, diese Überprüfungen zentral auszuführen, zum Beispiel durch die Verzeichnisverwaltung. Und deswegen habe ich vor kurzem einen teilweisen Vorschlag dafür auf die Tor Development Mailing Liste geschickt, um zu sehen, ob dies berücksichtigt werden wird, bevor ich eine ernsthaftere Implementierung des aktuellen Proof of Concepts anfange. Ich finde es immer wichtig, ein gemeinsames Ziel zusammen mit dem Upstream zu erreichen und das zu versuchen, bevor ich eine Lösung entwickle, die außerhalb gepflegt wird. Wenn die Lösung im Upstream integriert ist, können Verbesserungen besser gepflegt werden und die Nutzungsfreundlichkeit ist wahrscheinlich besser. Hier ist ein Link zu der E-Mail an die Tor-Dev-Mailing-Liste für alle, die das verfolgen wollen. Zusammenfassung. Nach einem Blick auf echte Beispiele von bösartigen Akteurinnen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die aktuellen Ansätze, Risiken durch Relays zu minimieren, nicht den Erwartungen der User entsprechen könnten, eventuell auf lange Sicht nicht nachhaltig sind und eine Aktualisierung benötigen, um die Abhängigkeit von der Erkennung bösartiger Relays zu vermeiden, weil dies immer schwerer wird. Wir haben ein Design vorgestellt, um aktuelle Ansätze gegen bösartige Relays zu erweitern durch vertraute, authentifizierte Relay-Operator-IDs. Wir haben gezeigt, dass der Großteil der Exit-Bandbreite bereits über AROIs läuft, aber bei der Guard-Bandbreite ist der Anteil deutlich geringer, was auf einen Mangel an Wissen hinweist darüber, wer die Guard-Bandbreite betreibt, wer Guard-Relays betreibt. Wenn ich vor einem großen Publikum öffentlich über Änderungen in der Routenauswahl in Tor spreche, dann sehe ich es als meine Verantwortung, explizit zu sagen, dass die Konfigurationsoptionen zur Routenwahl nicht geändert werden sollten, ohne einen klaren Bedarf auf Grundlage eines persönlichen Bedrohungsmodells, um nicht aus der Masse herauszufallen. Die Nutzung vertrauter AROIs hat definitiv Nachteile, zum Beispiel Load Balancing, um nur eines zu nennen. Dank einer Vielzahl großer vertrauter Exit-Betreiberinnen sollte es bald möglich sein, vertraute Exits zu benutzen, ohne auf trivial erkennbare Weise aufzufallen. Es ist schwerer, im Sinne von braucht länger, einen Tor-Client zu erkennen, der seinen Pool von Exits verändert hat, wenn er nur einen kleinen Anteil von Exits ausgeschlossen hat. Wenn ein Tor-Client auch bei Guards nur eine Teilmenge benutzt, ist dies nur auf sehr viel längere Sicht erkennbar als bei einer Teilmenge von Exits, weil Guards nur sehr viel seltener gewechselt werden als Exits. Und zum Schluss, wenn Clients vertraute AROIs nutzen wollen, dann brauchen sie einen Weg, diese zu finden.
Idealerweise wird es einen sicheren Weg geben, diese kennenzulernen. Es gibt eine frühe Version einer Spezifikation dafür, die auf dieser Folie verlinkt ist. Ich möchte diesen Vortrag Carsten Lösing widmen, der im letzten Jahr verstorben ist. Er war die freundlichste Person, mit der ich in der Tor-Gemeinschaft in Kontakt kam. Carsten leitete das Tor-Metrics-Team und ohne seine Arbeit meine Projekte ONET Stats und ONET Radar würden nicht existieren. Wann immer ihr metrics.torproject.org nutzt, zum Beispiel die sogenannte Relay-Suche, nutzt ihr seine Hinterlassenschaft. Danke fürs Zuhören und ich freue mich wirklich auf eure Fragen. Ich bin nicht sicher, ob ich den Fragen in Echtzeit antworten kann, aber es wäre schön, sie vorgelesen zu bekommen, sodass sie Teil der Aufzeichnung werden. Und ich werde versuchen, Antworten auf alle Fragen über Mastodon zu veröffentlichen, falls ich nicht in Echtzeit antworten kann. Ich nehme auch gerne Hinweise entgegen über ungewöhnliche Dinge, die ihr im Tor-Netzwerk beobachtet. Unterschätzt nicht eure Macht als Tor-Benutzerinnen, zu einem sicheren Netzwerk mit Berichten über Unregelmäßigkeiten beizutragen. Die meisten großen Abwehraktionen gegen bösartige Akteurinnen kamen von Userberichten. Okay, thank you very much for this very informative talk. And so we will switch over to the Q&A now. And thanks again. Very fascinating. So we have collected several questions from our IRC chat. I am just going to start. If bridges don't need the My Family setting, das Family Setting nicht benötigen, ist das nicht eine weit offene Lücke für Ende-zu-Ende Koalitionsangriffe, wo ein bösartiger Aktor irgendwie seine Bridge beliebt machen kann? Ja, Bridges sind schon von Belang im Kontext von My Family. Aus dem Grund ist es nicht empfohlen, Bridges und Exits gleichzeitig zu betreiben, zumindest in der aktuellen Version von Tor. Zukünftige Versionen von Tor werden ein neueres und mehr betreiberfreundliches My Family Setting beinhalten. Das wird vermutlich ab Tor 0.4.8, irgendwann ab 2022, verfügbar sein. Unabhängig davon, welche Art von Angriff, gibt es Statistiken, wer oder aus welchem Land heraus diese Angriffe kommen? Der Hintergrund dieser Frage ist, es gibt Gerüchte über NSA, betriebene Exit-Nodes. Ich weiß nichts über allgemeine Statistiken, aber ich versuche autonome Systeme, wenn ich logge, in meinen Blogs anzusprechen. Es gibt auch autonome Systeme, die dafür bekannt sind, sich in der Menge zu finden, dass sie reguläre ISPs wie Hetzner oder Hofner haben. Das ist eine schwierige Frage, weil es auch davon abhängig ist, ob es sich um eine privat betriebene Brücke handelt, die nicht über BridgeDB veröffentlicht wird. Ich würde behaupten, dass es besser die Brücken, die man selbst benutzt, nicht selbst zu betreiben. Okay, was ist schlimmer, KX17 oder gut bekannte, vertrauenswürdige Operator-Betreiber betreiben 20% des Tor-Exit-Systems? Im Moment würde ich sagen, KX17 ist schlimmer. Ist die Anonymität
Bit nicht verändert, wenn man eine vertrauenswürdige Regelliste verwendet. Das ist allerdings ein Trade-off, das die Benutzer machen müssen. Das hängt auch stark vom Bedrohungsmodell ab. Okay, ich denke, wir haben alle Fragen abgehandelt. Vielen Dank.